So kennen und lieben die Oberlausitzer ihren Steffen Dittmar. Ob als kleiner Muck oder Promillus Maximus im römischen Streitwagen, ob als verspäteter Weihnachtsmann in der Ponykutsche oder als Seifenkistenpilot. Der Chef der Bergquellbrauerei Löbau ist wandlungsfähig und ein gern gesehener Gast auf den Volksfesten der Region. Die legendärste Rolle ist aber die des Malzmönchs und das aus guter Tradition. Bitterweiße Gerstensaft und die dazu passende Partystimmung sind ein Garantieversprechen beim alljährlichen Bergquellbrauereifest in Löbau. Jetzt feierte Steffen Dittmar seinen 50. Geburtstag und das im jüngst sanierten alten Sudhaus am Theaterplatz. Viele kamen, um zu gratulieren und um mit dem zu feiern, der Löbauer Brautradition in den letzten Jahren neuen Glanz verliehen hat. 25 Millionen Euro wurden in das Gelände im Gewerbegebiet West investiert. Mittlerweile beschäftigt die Bergquellbrauerei 45 Mitarbeiter. Dittmar ist kein großer Redner, eher einer, der anpackt und Visionen zielstrebig wahrmacht. Eine Oberlausitzer Erfolgsgeschichte, das schätzen auch die Gratulanten. Auf jeden Fall Erfolgsgeschichte und ich freue mich, dass der Steffen Dittmar jetzt nach Löbau gekommen ist, weil ich weiß, mit welchen Schwierigkeiten er damals als Eiber weg musste. Und ich kann mich entsinnen, wir haben ihn damals, als er vor 15 Jahren ankam, als Mannsmölch verkleidet und in Jesuslatschen gelaufen ist von Eiber nach Löbau, wie wir ihn damals empfangen haben vor seinem neuen Gebäude, Betriebsgebäude. Das Problem hier bei dieser Brauerei war, dass es mit anderen vier Brauereien zu der Zeiten zum Getränkekombinat Dresden gehörte und die letzte Brauerei war, die saniert werden sollte. Und dann kam genau daran die Wende. Und dieses Problem hat dazu geführt, dass diese Löbauer Brauerei auch sehr spät erst wieder auf die Beine gekommen ist. Er hat, glaube ich, sehr viel bewegt für die Region und hat mit der Löbauer Bergquellerei ein gutes Unternehmen auf die Beine gestellt, was über die Region hinaus bekannt ist. Finde ich toll. Mich hat sehr gefreut, dass die Familie erstmal Eibau wieder übernommen hatte, die Münchbrauerei in Eibau. Und dann, wie der Steffen Dittmar, ich glaube barfuß oder in irgendwelchen Kartoffeln, dann nach Löbau gezogen ist, weil das dort mit den Erben nicht mehr so klappte wie mit den Vätern von den beiden Erben. Also ich bin froh, dass es so gekommen ist, dass der Steffen diese Brauerei in Löbau wieder hochgebracht hat. Seine Mutter kenne ich. Ich bin mit ihr in die Schule gegangen in Eibau. Sie sagt immer Betbruder zu mir. Wir sind aber nur ein Jahr nach dem Krieg sind wir zusammen gewesen. Ja, und das ist alles erfreulich. Also ich freue mich sehr, dass der Steffen bei guter Gesundheit, heute 50 ist natürlich für mich überhaupt kein Alter, aber für ihn schon, heute 50 geworden ist. Und dass die Brauerei so gut funktioniert. Ich schätze ihn als Kollegen ganz besonders und auch als Freund. Und er tut unserer Branche, dem sächsischen Bier, dem regionalen Bier sehr gut. Und ich denke mal, es ist ganz, ganz wichtig auch für die Region, dass wir da weiter vorankommen, dass wir den Regionalkolorit pflegen und dass wir uns nicht selber hier bekriegen. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Und das verstehen wir auch miteinander, dass wir sagen, wir versuchen gemeinsam Projekte zu bearbeiten und gemeinsam einfach Umsatz zu generieren, Arbeitsplätze zu sichern und auch Freude am Produkt zu haben, weil das ist einfach das Wichtigste. Bier ist unwahrscheinlich kommunikativ, es ist lecker und das soll unbedingt erhalten bleiben. Und da wünsche ich dem Steffen selber persönlich alles, alles erdenklich Gute. Viel, viel Gesundheit, gute Geschäftsideen, die brauchen wir heute. Ja, und was er sich selber wünscht mit seiner Familie natürlich, dass das in Erfüllung geht. Und eins noch, das Geburtstagskind bat in seiner Einladung auf Geschenke und Blumen anlässlich des Jubiläums zu verzichten und stattdessen eine Spende an den hiesigen Tierschutzverein zu leisten. Unter dem Verwendungszweck Dittmar 50 waren bis zum Nachmittag 2.720 Euro eingegangen.